Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Final Fantasy 14 mit Albip Bestwin. Wir machen heute eine weitere Gelehrtenquest. Dazu sprechen wir mit Surito Karito. Level 58. Ich schätze mal, da werden wir heute nur eine machen, weil dann ist mit Level 60 ja schon wieder das Finale dieser Questreihe. Und das Finale dauert immer etwas länger. Albip, Alka-Solka, seid mir gegrüßt. Wie geht euer Training voran? Albip macht auf jeden Fall große Fortschritte. Ich denke, ich kann das ganz gut beurteilen. Ich bekomme das bei unserem Training unter Halga Tolga ja hautnah mit. Bei mir geht es etwas schleppender voran. Ich war bisher ja hauptsächlich ein Autodidakt und habe mich dabei ganz auf das Wissen der Steintafeln verlassen, die wir entdeckt haben. Da ist das Training, das Halga Tolga uns nun angedeihen lässt, schon von einem ganz anderen Kaliber. Ich habe noch viel aufzuholen, viel zu lernen, aber genau dafür widme ich mich jetzt ja auch dem Training unter Halga Tolga, damit ich eines Tages stark genug bin, um mich einen echten Seesoldaten nennen zu können. Fein, Alka. Es ist immer schön, ambitionierte Talente in Aktion zu sehen. Das war damals so und so ist es auch heute noch. Eine wahre Freude. Also immer weiter so. Dann werdet ihr das schon schaffen. Ich muss euch übrigens auch diesmal um eure Hilfe bitten. Albip. Wie ihr wisst, versuche ich, den unsichtbaren Nichtsgesandten aufzuspüren und habe auch schon alles nur Erdenkliche versucht, nur leider bisher ohne Erfolg. Ich schaffe es einfach nicht, ihn aus der Defensive zu locken. Die Methoden, die mir durch meine Magie zur Verfügung stehen, zeigen jedenfalls keine Wirkung. Das war zu befürchten. Die magische Stadt Mach stand damals im Krieg der Magier im Konflikt mit ihm. Der Nichtsgesandte wurde damals sicher auserwählt, weil er gegen solche Versuche, ihn aufzuspüren, immun ist. Genau diesen Anschein hat es leider. Deshalb möchte ich nun allerdings neues Wissen zu Rate ziehen, das mir bisher nicht zur Verfügung stand. Irgendwo muss es doch aktuelle Forschungsaufzeichnungen oder etwas in der Art zu den Nichtsgesandten geben. Die Thaumaturgengilde müsste durchaus über solche Aufzeichnungen verfügen. Die Forschung in Sachen Magie und Nichtsgesandten hat in Uldar seit jeher floriert. Nicht umsonst ging die Perle der Wüste einst aus dem magischen Reich Beladir hervor. Aha, dann leben dort womöglich auch solche, die von den Magiern aus Marsch abstammen. Wenn das so ist, dann stehen unsere Chancen vielleicht doch ganz gut, an die Informationen zu gelangen, die wir so dringend benötigen. Was sagst du, Albip? Würdest du dich bitte auf den Weg dorthin machen? Das ist auf jeden Fall eine Spur, die es wert ist zu verfolgen, Albip. Ich schlage vor, du sprichst mit Prälatin Yayake von der Thaumaturgengilde. Sie liebt alte Schriften und Bücher und sie ist eine Freundin von mir. Eigentlich würde es sich ja anbieten, dass ich dich dabei begleite, aber ich stecke hier noch mitten in meinem Training und komme damit nicht so recht voran. Außerdem muss ich mich auch noch um diese neue Rekrutin für die Seesoldaten kümmern. Seesoldaten? In uns steckt die Seele eines Seesoldaten. Eines Seesoldaten! In diesem Sinne, du machst das schon mit Yayake. Auf! Jetzt wird trainiert, Seesoldaten! Okay, dann gehe ich in die Thaumaturgengilde. Oh, ein bekanntes Gesicht, wenn das mal nicht Albip ist. Was kann ich denn heute für dich tun? Alka? Alka Solka? Welche Überraschung, aus deinem Mund den Namen meines alten Freundes zu hören. Er ist ein genauso großer Bücherfreund wie ich selbst. Wenn er meine Hilfe braucht, kann ich mich natürlich nicht verweigern.
Ja, ich erinnere mich durchaus. Wir hatten hier einen Folianten aus der fünften Ära des Lichts, in dem solche Nichtsgesandte behandelt wurden. Die Unsichtbaren war der Titel des Werks. Allerdings befindet sich dieser Foliant nicht mehr in unserem Besitz. Ein Forscher unserer Gilde hatte besagten Folianten zu Forschungszwecken mit auf eine Expedition genommen. Er ist von dieser Reise allerdings nie zurückgekehrt. Seitdem sind nun bereits 5 Jahre vergangen. Die Expedition sollte ihn damals ins westliche Körters führen. Ich habe gehört, dass die Schäden durch die kurz vorangegangene Katastrophe in der Region sehr groß gewesen sein sollen. Nun, falls sich das alles nicht davon abhalten sollte, die Suche nach diesem Folianten weiterzuführen, steht es dir natürlich frei, direkt die Spur unseres verschollenen Forschers auch zu verfolgen. Zuletzt wurde er wohl gesehen, als er sich auf dem Weg nach Falkenhorst befunden hat. Okay, dann gehen wir nach Falkenhorst. Hallo Redwald. Oh, wenn das nicht die werte Erlwib ist, wie kann ich dir denn heute behilflich sein? Du bist auf der Suche nach einem nichtsgesandten Forscher, der vor 5 Jahren auf dem Weg nach Falkenhorst war? Das könnte schwierig werden. Na, vielleicht wendest du dich mal an Subine. Sie ist für all die Unterlagen verantwortlich, die von vor der Katastrophe auf dem Gebiet stationierten Einheiten zurückgelassen wurden. Okay, wo ist Subine? Da drin. Nein. Ist sie vielleicht irgendwo oben? Unten, hier unten. Moment. Subine. Vielleicht da drin. Ich bin keine Subine. Ach, da hinten hat sie sich versteckt. Wie? Aha. Du suchst einen verschollenen Nichtsgesandten-Forscher? Ein Nichtsgesandten-Forscher ist ja nicht gerade alltäglich. Mal sehen. Vielleicht kann ich da was tun. Warte bitte einen Augenblick. Ah, da haben wir es ja. Ich habe einen Eintrag gefunden, der besagt, dass er einst eine Weile in Falkenhorst verbracht und dann ein Fischerboot die Nordstern bestiegen hat. Als die Katastrophe über uns hereinbrach und der schwarze Prima hier wütete, sind viele Boote gesunken oder auf Grund gelaufen. Diejenigen, die Glück hatten und es an Land geschafft haben, wurden daraufhin allerdings von Monstern angegriffen. Ich glaube kaum, dass jemand das überlebt hat. Die auf Grund gelaufene Nordstern liegt noch heute dort von Eis umschlossen, wo es passierte. Du kannst das Wrack ja gerne untersuchen. Sei aber ausdrücklich davor gewarnt, was dort kreucht und fleucht. Okay, dann gehen wir zum Nordstern. Wir sind schon auf der Nordstern und da ist eine angefrorene Kiste und natürlich ein Monsterle. Was auf dem Level keine Schwierigkeit für mich sein sollte. Darf ich nicht mal noch helfen. Okay, und dann geht's schon wieder zurück nach Suritu Karito. Hast du etwas gefunden, das uns weiterhelfen kann, Erlweb? Jo, ich habe die Habseligkeiten von dem nichtsgesandten Forscher. Oh, was haben wir denn da? Der Foliant hat zwar schon bessere Tage gesehen, aber die Schrift ist noch lesbar. Wenn ich mich da durchgearbeitet habe, werden wir hoffentlich endlich eine Methode haben, den unsichtbaren Nichtsgesandten aufzuspüren. Die Unsichtbaren? Das ist ja großartig, Erlweb. Damit haben wir wohl endlich etwas in der Hand, wie wir den Nichtsgesandten finden können. Ich kann übrigens auch Fortschritte vermelden. Dank Halgar Tolgas Training beherrsche ich jetzt eine neue Technik. Und unsere 2 Rekruten hier haben sich auch ein paar Kampftechniken der Seesoldaten angeeignet. Wenn ich weiter so fleißig trainiere und zu dir aufschließe, dann hat der Nichtsgesandte schon bald absolut nichts mehr zu lachen.
Na, dann ist ja alles auf Kurs, wie mir scheint. Überlasst den Rest vorläufig mir. Ihr seht zu, dass ihr schon schön fleißig weiter trainiert und bereit seid, wenn der Tag des großen Kampfes kommt. Zu Befehl. Ja, und genau, das ist die Level 60er Quest, die mache ich jetzt nicht, das ist halt jetzt eine kurze Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, macht's gut!